Ausrüstung, meine Top 12, Bushcraft und Campinggear. Moin Moin, mein Name ist Alvo, ich bin mal wieder hier im heimischen Wald unterwegs und möchte mit euch heute über meine liebsten Gegenstände sprechen, wenn ich draußen so unterwegs bin. Viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video losgeht, schreib mir doch einfach mal gerne in die Kommentare, was dein liebster Bushcraft-Ausrüstungsgegenstand ist und warum eigentlich. Da entwickeln sich immer spannende Diskussionen drum, das finde ich klasse. Zu fast jedem dieser Ausrüstungsgegenstände, die ich euch gleich zeige, habe ich schon mal ein kleines Video gemacht, zu manchen aber auch noch nicht. Einfach mal unten in die Beschreibung gucken, sowie alle Links zu den Ausrüstungsgegenständen, falls du dich im Shop dafür interessierst, auch unten in der Beschreibung einfach mal reingucken. Da gibt es auch noch eine riesige Liste mit sonstigen Gegenständen, die ich auch gerne benutze. Nummer 1. Das ist mittlerweile, muss ich sagen, die Hängematte geworden. Die nehme ich unfassbar gerne mit. Ich habe jetzt zum Beispiel hier die große von Decathlon. Ich habe auch noch eine kleine mit Mückennetz. Die, ja, ist mir ein bisschen zu klein tatsächlich. Deshalb nehme ich die große mit. Auch, weil man darin sitzen kann, quer. Das heißt, sie ersetzt für mich sozusagen mittlerweile fast so ein bisschen so eine Art kleinen Stuhl oder Sitzgelegenheit, weil ich kann sie einfach zwischen zwei Bäumen aufspannen. Ich kann mich reinlegen, aber ich kann mich halt auch setzen und habe dann, dadurch, dass die Hängematte so groß ist, hinten sozusagen so eine Liege. Und das finde ich einfach mega praktisch. Wer die Hängematte von Decathlon nicht kennt, das ist eine relativ günstige, schmucklose, praktische, etwas schwere Hängematte, ja, die man für 25 Euro bekommen kann. Es ist alles dabei, was man braucht, um auch baumschonend zu arbeiten. Ja, das heißt, man hat breite Straps, um die Bäume herum zu spannen. Und es sind noch eine kleine Tasche vorhanden und alles Mögliche. Die Karabiner sind dabei und es ist einfach praktisch. Und für so wenig Geld kann man da einfach nicht meckern. Deshalb mein erster sehr liebgewonnener Bushcraft- bzw. Camping-Ausrüstungsgegenstand. Nummer 2, mein Tarp, und zwar ein relativ günstiges Tarp, für knapp 25 bis 30 Euro kriegt man es, und es hat, finde ich, die perfekten Abmaße so für mich, knapp 3x3 Meter mit allen mitgelieferten Schnüren, Aluminiumhering und so weiter und so fort. Ein kleines nettes Paket, das ich immer dabei habe. Es ist natürlich ein bisschen schwer, denn das erkauft man sich bei den teureren Tarps auf jeden Fall Gewichtsersparnis, zum Beispiel das Tarp von Hilleberg in derselben Größe würde nur 300 Gramm wiegen knapp, mit Schnüren und Heringen dann wahrscheinlich 400, also weniger als die Hälfte von dem hier, kostet aber auch ungefähr das 4- bis 5-fache. Sich mal einfach so einen Regenschutz spannen zu können oder auch einfach nur einen Sonnenschutz, einen kleinen Windschutz, ist mega praktisch, wenn man weiß, mit der Zeit mit den Dingern umzugehen, verschiedene Aufbauvarianten und so weiter und so fort. Und das Faszinierende ist, eigentlich bietet ja so eine Plastikplane praktisch keinen Schutz im Sinne von gegen Tiere oder große Äste oder sonst irgendwas in der Richtung. Weil es ist ja kaum physischer Widerstand im Endeffekt vorhanden. Klar, kleine Äste und so hält es ab, ne? Tropfen dann sozusagen an der Seite runter. Aber es ist kein wirklicher Schutz gegen einen rennenden Eber. Trotzdem fühlt man sich da drin auf den Schlag sicherer. Und genau aus diesen Gründen mittlerweile einer meiner liebsten Bushcraft-Ausrüstungsgegenstände, und ich bin mir sicher, dass das Tarp für viele eine der wichtigsten und tollsten Ausrüstungsgegenstände ist, die dieses Hobby auch betreiben. Nummer 3. Ein Faltbecher von Wildo von der Armee. Das ist jetzt ein sehr großes Modell, das ist für 600 Milliliter. Das benutze ich tatsächlich, deshalb sind hier auch kleine Äste und sowas drin für Samwise als kleinen Napf. Ja, da trinkt er so ein bisschen draus. Ich hole mir natürlich noch einen größeren, wenn er größer ist, aber im Moment reicht diese Größe von 600 Milliliter, passt hier rein, vollkommen, kostet knapp 6-7 Euro und lässt sich schön zusammenfalten. Das heißt, man hat hier, so viele kennen das vielleicht noch von der Armee, zack, 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 und dann hat man so einen kleinen, kann man so rein, kann man hier noch was reintun und dann in die Seitentasche tun. Super praktisch. Gibt es auch in 200 bis 250 Milliliter, und ich denke, das ist für so normales Lagerfeuertrinken die deutlich angenehmere Variante. Wem der Name Wildo nicht sagt, die stellen allgemein Campingbesteck her, in sehr robust und günstig, muss ich sagen, und die beliefern auch die schwedische Armee. Der Markenname von diesen Dingern heißt unterdessen Fold Cup. Und aus all diesen Gründen ist es einer meiner liebsten Ausrüstungsgegenstände mittlerweile geworden, und ich finde so ein Ding einfach nur klasse. Nummer 4. Das Victorinox Ranger Wood, beziehungsweise allgemein Victorinox. Ich kann mich nur immer wieder wiederholen, ja, sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, das habe ich in 10.000 Videos schon gesagt. Victorinox ist die Wahl, meinetwegen auch Wenger, die ja zwischenzeitlich von Victorinox aufgekauft waren und sich dann, glaube ich, wieder freigekauft haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, korrigiert mich da gerne in den Kommentaren. Ist ja so die beste Messerart für Anfänger, aber auch dann später für jeden,
der einfach draußen ein bisschen was mit Multifunktional haben möchte. Die Ranger-Reihe, das hier ist jetzt Wood, ja, Holz, es gibt auch Grip und alles Mögliche. Es gibt auch, ich glaube, einen Wein-Ranger gibt es mittlerweile, ja, also wo was besonders verziert ist und so weiter und so fort, aber trotzdem diese sehr lange feststehende Klinge hat, was es nicht alles gibt, ne? Ich benutze es immer wieder gerne zum Kochen und zum Schnitzen, versuche zu vermeiden, damit Plastik oder irgendwas, was daran so chemisch kleben bleiben kann, zu schneiden. Das ist aber mehr so ein kleiner Tick von mir. Das Standard Ranger Grip gibt es tatsächlich, glaube ich, schon für 40 Euro in einer abgespeckten Variation und dann ist es auch halt Plastikgriff. Ja, also gar nicht mal so teuer, wie man meinen möchte. Und mehr braucht man hier draußen eigentlich gar nicht. Ein super praktisches Messer mit vielen Funktionen. Auch im Alltag benutze ich es halt ständig. Habe es in meiner kleinen Armeehose hier in der Seitentasche drin, ja, wo manche auch ihr Opinel reintun. Und aus diesem Grunde einfach mein vierter, sehr beliebter Ausrüstungsgegenstand. Nummer 5. Allgemein Nalgene-Flaschen. Ich muss sagen, ich kenne keinen Bushcrafter, Outdoorer, Trekker und die Dinger etablieren sich auch im Alltag bei Studenten und so weiter, die das nicht haben. Und diese Flasche als 1,5 Liter Flasche finde ich einfach klasse. Sie hat eine perfekte Form und irgendwie überall reinzupassen. 1,5 Liter ist ein angenehmes Maß. Ich nehme auch gerne mal die 1 Liter Flasche, die ich mal in anderen Videos gezeigt habe, gerne mit. Aber die hier ist im Moment so beim Daypack und so das Nonplusultra. Und es gibt auch noch eine Kleinigkeit. Ich hoffe, ihr könnt es halbwegs sehen. Es gibt für, ich glaube, knapp 2,50 oder so, so einen Einsatz, dass man hier draus trinken kann. Ich nehme den einmal ganz kurz raus. Seht ihr so, ne? Dass man sozusagen eine kleine Trinköffnung hat, aber trotzdem noch diesen weiten Hals behält, um darin ja gut Sachen reinfüllen zu können. Warum macht man das? Ganz einfach, weil der Hals schon wieder so weit ist, dass er bei so einer großen Flasche ja durchaus manchmal anstrengend sein kann, daraus zu trinken. Und deshalb habe ich mir so ein kleines Ding gekauft. Die Dinger sind fast unverwüstlich, relativ günstig, sind geschmacksneutral, ja, BPA-frei und was nicht alles. Die Deckel sind immer mit hier so einer kleinen Überbrückung befestigt. Und hat sich auch einfach mittlerweile in meinen Alltag ja reingeschlichen. Ich habe das Ding immer mit dabei und deshalb einer meiner liebsten Ausrüstungsgegenstände. Nummer 6. Meine Armeehose. Von der Armeehose habe ich mal ein eigenes Video gemacht. Ich muss sagen, es gibt fast keine bessere Empfehlung für Outdoorhosen. Natürlich gibt es bessere Outdoorhosen, wenn man mehr Geld in die Hand nimmt. Aber eine Standard-Armeehose, zum Beispiel auch in Oliv, beziehungsweise Waldmannsgrün nennt man es, glaube ich, eher. Und ich trage sie gerne in Schwarz, habe sie aber auch in allen Farben, ist einfach top. Das Ding ist reißfest. Gutes Material einfach, dass man zur Not, falls mal tatsächlich was passieren sollte, weil irgendwann reißen Hosen immer im Schritt, wenn man sie viel belastet, ja, gut reparieren kann. Und die Seitentaschen mit nochmal auf der rechten Seite ein Messereinschubfach sind natürlich einfach praktisch. Und insgesamt ist das Teil überall gut vernäht. Ich merke das immer wieder selbst an den Gürtelhaltern, an den Gürtelschlaufen. Selbst die sind gut vernäht, weil ich kann daran eine Leine befestigen, wo selbst mit Ziehen Sam nicht gegen ankommt. Und das ist einfach alles in allem eine tolle Hose für 30 bis 40 Euro, je nach Größe, manchmal auch günstiger zu haben. Von Leo Köhler zum Beispiel, das ist der Originalhersteller sozusagen. Einfach ein Top-Ding und deshalb eines meiner liebsten Ausrüstungsgegenstände. Nummer 7. Meine kleine Taschenlampe. Das hier ist jetzt eine U-Torch-Taschenlampe. Es gibt so eine ähnliche von Phoenix und den ganzen Taschenlampenherstellern. Ich sag mal so, die sehen für mich alle mittlerweile ziemlich gleich aus. Und die habe ich einfach lieb gewonnen, weil sie hat nur 12 Euro gekostet. Sie fühlt sich super wertig an. Ich habe sie mal in einem Flottendreier vorgestellt. Einfach hier oben aufs Ausrufezeichen klicken. Da kommt ihr zu weiteren Videos. Weil sie ist mega praktisch, sie benutzt AA-Batterien, das heißt, ich kann auch in einen normalen Lidl reingehen, zum Beispiel mit Batterien holen und so weiter und so fort, mit einem stabilen Clip, sodass sie auch wirklich überall hält und nicht irgendwann verbiegt. Und einfach eine gute Taschenlampe, die auch noch einen Low-Modus hat, was auch nochmal durchaus spannend ist, manchmal im Zelt, wenn man vielleicht nur lesen möchte und nicht gleich taghell erleuchtet und in seinem kleinen Outdoor-Zimmer haben möchte. Die Taschenlampe hat sich ebenfalls voll in meinen Alltag integriert, habe ich immer mit dabei, ist sozusagen in meinem EDC mittlerweile drin und daraus eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Einer meiner am meisten benutzten Gegenstände und deshalb auch einer meiner liebsten. Nummer 8. Mein ganzes Survival-Messer.
Dieses Messer ist ganz eindeutig von den Bear Grylls Messern inspiriert. Oh my goodness! Beziehungsweise nicht direkt im Aussehen, aber zumindest in der Art und Weise des Aufbaus und welche Materialien ungefähr dafür verwendet worden sind. Es ist ein relativ günstiges Messer für um die 20 Euro, hat hier einen integrierten Feuerstahl, eine relativ bauchige Klinge, nicht unbedingt mega scharf, aber in Ordnung, mit einer Anreißstelle für den Feuerstahl nochmal und auch schön dick. Der Griff fühlt sich gut an. Hinten nochmal ein kleines Schlagmetall mit Steckscheide. Gürtelschlaufe, die ausreichend tief hängt. Hinten nochmal so ein kleiner Schleifstein, den ich allerdings noch niemals in meinem Leben benutzt habe. Und früher war hier nochmal ein Gurtschneider mit dran. Das Messer gibt es nicht mehr auf Amazon im Moment zumindest zu kaufen. Den Link findet ihr trotzdem unten. Allerdings bei Gearbest zu erstehen. Wenn ihr trotzdem über Amazon etwas kaufen wollt, gibt es da ähnliche Messer. Wie gesagt, vor allen Dingen natürlich das Original Bear Grylls, obwohl ich das orange leuchtende nicht so gerne habe. Dieses Messer hat sich einfach bei mir auf Dauer durchgesetzt, weil es Paragraph 42a konform ist, weil es relativ günstig ist, weil es alles dabei hat, was ich brauche und weil es dann auch noch robust ist. Deshalb einer meiner liebsten Ausrüstungsgegenstände. Nummer 9. 9. Der Feuerstahl. Ich habe jetzt hier einen Feuerstahl von Demapa, der mir zugeschickt worden ist, den ich gerade am Testen bin, der einen sehr guten Funkenflug hat. Natürlich kennen die meisten Leitma Fire zum Beispiel als Standardmarke, wovon ich auch einen habe, der ist auch ein sehr guter Feuerstahl. Der Feuerstahl an sich ist bei mir kaum noch wegzudenken, zumindest wenn ich unterwegs bin. Im Alltag habe ich ein Feuerzeug, falls ich mal irgendwas brauche, weil er nass werden kann, weil er ewig hält. Also ich habe noch nie einen Feuerstahl leer bekommen. Allerdings sehe ich natürlich abschabe Fortschritte sozusagen und weil er einfach auch robust ist. Ja, man muss sagen, wenn man damit umgehen kann, ist es natürlich mit die beste Feuermachquelle. Obwohl ich auch sagen muss, dass ein richtig gut geschütztes Sturmfeuerzeug natürlich auch seine Vorzüge hat. Und weil man es immer dabei haben kann und damit immer, wenn man ein bisschen damit Ahnung hat, ein Feuer machen kann, ist es mittlerweile einer meiner liebsten Ausrüstungsgegenstände. Und ich muss auch sagen, es macht auch einfach Spaß. Seien wir ehrlich, mit einem Feuerstahl Feuer zu machen, ja, richtig draußen in der Natur ein bisschen auszuprobieren, das zu lernen, das macht einfach Spaß und ist immer wieder ein kleines Erlebnis. Nummer 10. Eine Bushcraft-Säge oder allgemein Klappsäge, würde ich das eher nennen, ist der richtige Begriff dafür. Ich habe hier die G-Saw, ungefähr ähnlich wie eine Gomboy. Viele kennen natürlich auch die Lidl-Klappsäge oder die anderen Klappsägen von Gardena und aus etlichen Baumärkten, was man da so finden kann. Eine Klappsäge, super praktisch. Sie nimmt wenig Platz weg und wenn man eine gute hat, kriegt man damit auch dickes Holz ordentlich durchgeschnitten. Ja, ich habe letztens so ein Ding, aus dem ich Schalen machen möchte, durchgesägt an zwei Stücken, weil ich genau das Stück aus der Mitte haben wollte natürlich, weil das beste Holz war. Und da hat das Ding einfach gute Dienste geleistet und man glaubt gar nicht, wie viele schöne Sachen man sich damit machen kann, wie viel man damit basteln kann und wie nah man sich damit auch dem Holz und somit der Natur fühlt, wenn man damit arbeitet. Und weil dieses Ding relativ günstig ist mit seinen 20 bis 25 Euro und mir seit 3 Jahren gute Dienste leistet, ist es einer meiner liebsten Ausrüstungsgegenstände. Nummer 11. Diese kleinen Plastikfläschchen, die gibt es im 10er-Pack, ich glaube für 10 Euro, also 1 Euro pro Flasche, dann. Und die sind auslaufsicher, das heißt, man kann auch Öl reintun. Ich habe Gewürze da drin ohne Ende, Pfeffer, Salzmischung, nehme halt Öl mit rein. Spiritus kann man da drin auch aufbewahren. Sie haben unterschiedliche Farbkappen, das heißt, man kann auch ungefähr wissen, wenn man sich die Farben zugeteilt hat, was wo drin ist. Und das finde ich einfach super praktisch. Die Dinger haben mir einfach beim Kochen schon sehr oft sehr gute Dienste geleistet. Ich muss allerdings sagen, wenn man nur wenig Gewürz mitnehmen möchte, dann ist vielleicht eine kleine Variante durchaus besser, aber trotzdem viel benutzt, einer meiner liebsten Ausrüstungsgegenstände. Nummer 12, mein seit über 3 Jahren benutzter Poncho, schon auf etlichen Touren dabei gewesen. Dieser Poncho hat, ich glaube, um die 20 Euro gekostet, ist ein Flecktarn-Poncho, geht nicht ganz bis zum Boden, reicht aber absolut aus, um auch noch den Rucksack drunter zu packen, ja, also großen Rucksack einfach rüberstülpen und dann weht das auch nicht so weg. Ansonsten kann man es auch noch befestigen, wenn man möchte, aber das war bei mir noch nie nötig. Der Poncho ist klein verpackbar, er ist relativ günstig, er wiegt nicht viel, er ist unglaublich praktisch gegen Regen und man kann sich damit auch noch die Rucksackhülle sparen, weil man ja den Poncho drüber laufen lassen kann. Weil mir das Ding einfach schon bei vielen, vielen Touren gute Dienste geleistet hat, wo es teilweise stark geregnet hat, ist es mittlerweile einer meiner liebstgewordenen Ausrüstungsgegenstände, auch wenn ich demnächst mal einen anderen Poncho haben möchte, der etwas ziviler, angepasster ist, also kein Flecktarn.
Einen kleinen Bonusgegenstand habe ich noch für euch. Den wollte ich aber nicht mit aufnehmen. Und das ist diese kleine Weste, die ich hier anhabe. Das ist eine Outdoor-Weste von Pinewood, die sowohl für Jäger als auch für Hundehalter, für Outdoor-Menschen eine gute Wahl ist, so wie ich das bis jetzt sehe, weil sie sehr wertig verarbeitet ist, tolle Taschen hat und so weiter und so fort. Sie ist nicht gefüttert, sonst könnte ich sie jetzt hier im Sommer auch so nicht tragen. Aber bis jetzt finde ich sie sehr gut. Aber da ich sie noch nicht so lange habe, wollte ich sie noch nicht in die Liste mit aufnehmen. Aber irgendwann gebe ich euch dazu bestimmt nochmal ein kleines Feedback, wie ich das Ding so finde. Ja, jetzt bist du gefragt. Schreib mir gerne unten in die Kommentare und diskutiere mit den anderen über die liebsten Ausrüstungsgegenstände, dass wir uns da ein bisschen zusammenfinden und uns gegenseitig Tipps geben können unter Outdoor-Freunden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich und hier links und rechts findest du jetzt weitere Videos. Einfach mal durchklicken. Hier unten ist der kleine Abonnier-Button. Draufdrücken, falls du es noch nicht hast. Und ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.